Und damit hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung von dem neuen Feathered Species Pack in Jurassic World Evolution 2. Und wir haben als allererstes den U-Tyrannus. Der sieht echt cool aus. Ist wieder super hochauflösend und detailliert. Man sieht jede Schuppe. Das Fell sieht auch toll aus. Und die Streifen sind mega. Der sieht so plüschig aus. Hier sind dann noch einige Federn. Oh, finde ich mega. Der sieht echt toll aus. Und der hat auch richtig viele verschiedene Hautfarben und Patterns. Die gucken wir uns gleich auch noch an. Ich habe jetzt halt alles auf random eingestellt, aber alle vier Skins sehen mega aus. Das Gute ist, im Species Viewer können wir uns ja gleich alle Hautfarben und oder beziehungsweise Fellfarben eher, ne? Und Patterns nochmal angucken. Der ist so mittelgroß, würde ich sagen. Man konnte auch fünf gleichzeitig freilassen, tatsächlich. Was ja echt nicht so wenig ist. Ich weiß gar nicht, in was für einer Gruppe die gerne leben, so. Okay, der mag Aasfresser, mag keine anderen Fleischfresser und kein Therizinosaurus. Und Gruppengröße, wo ist denn das? Hier, Bestand. Okay, der mag wirklich viele in seiner Gruppe. Der braucht sogar, glaube ich, drei Stück, so wie es aussieht. Das ist ja eine süße, kurze Animation. Einmal so hinten angestoßen. Jetzt sehen wir es nochmal. Guck mal, die streiten sich sogar auch ums Fleisch. Noch einmal, weil es so schön war. Klingt schon böse. Hat voll das schöne Fell hier, der sieht so golden aus. Und das Auge ist so leicht bläulich, das sieht auch schön aus. Wir können jetzt mal hier kurz gucken, wer nochmal eine Animation für uns raushaut. Macht er wirklich. Der scheint aber gerade mit seiner Gruppe zu kommunizieren. Jetzt geht's auf Ziegenjagd. Er schüttelt sie einmal richtig durch. Und dann wird sie im Ganzen geschluckt. Irgendwie echt leichtfüßig aus, wenn er so sprintet. Jetzt macht er hier Jagd auf einen Gallimimus. Okay, das ist, glaube ich, eine Animation, die wir schon kennen. Einfach umstoßen und dann den Hals langziehen. Aber den einfach so gekillt. Nicht mal, weil er Hunger hat. Jetzt legt er sich schlafen, okay. Wir sehen jetzt hier gerade U-Tyrannus gegen U-Tyrannus. Ich schalte jetzt hier gleich mal auf Zeitlupe, weil der greift gerade an. Ist aber auch eine Standardanimation, die wir schon kennen, würde ich sagen. Ich habe keinen Plan, warum die gerade gegeneinander kämpfen. Oh, er hat geschlichtet hier. Das war ja cool. Er kommt an und dann gehen sie alle weg. Na gut, ich glaube, das war einfach nur ein Kampf um den Alpha-Status. Und jetzt sehen wir den Yuti nochmal gegen einen Ceratosaurus. Ah, der kippt leider einfach um. Okay, schade. Bin jetzt gleich mal gespannt, ob der U-Tyrannus auf diese Jurassic Tour losgeht. Weil das hatte man ja im Species Field Guide gesehen.
Da hat er die ja so richtig cool gejagt. Also wenn er jetzt nicht aggro wird, dann weiß ich auch nicht. Jetzt hat er wohl allen Grund. So penetrant wird er hier angehubt. Na komm, jetzt zeig uns, was du kannst. Mach ihn kaputt. Sehr schön. War zwar jetzt auch nicht richtig getroffen, aber immerhin. Ansonsten ist da bis jetzt gar nichts passiert. Hat die jetzt nicht so cool gejagt, wie im Species Field Guide. Im Forum von Frontier stand tatsächlich auch, dass der Yutiranus in der Gruppe jagt. Aber davon konnte ich leider jetzt noch nichts sehen. Also das habe ich irgendwie nicht rausfinden können. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht oder halt nicht. Ich habe es halt mit Sauropoden getestet, größeren Pflanzenfressern, größeren Fleischfressern. Aber bis jetzt hat der Yuti halt nie in der Gruppe zusammengejagt. Aber wenn ich dann noch was rausfinde, werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. Hier sehen wir den Yutiranus nochmal im Species Viewer. Das schauen wir uns jetzt nochmal die Fellfarben an, die es gibt. Oh, die gefallen mir alle richtig gut, muss ich sagen. Ja, die Farben sind schön. Der hier ist auch so golden. Der ist auch interessant. Und natürlich gibt es dann auch noch Musterfarben. Oh, sogar so mit weißen Streifen, wie schön. Da kann man schon coole Kombinationen machen. Süße Animation. Ich mag die neue Musik sehr gerne. Beim Yutiranus hatten wir, glaube ich, auch eine neue Musik beim Freilassen. Der sieht aber interessant aus. Der hat riesige Augen. Ist halt winzig. So sieht man den gar nicht, wenn ich rauszoome. Oh, der hat auch voll viele verschiedene Farben. Wie schön. Fluganimation sieht schon mal cool aus. Der ist halt kleiner als die Fische. Also Fische kann der auf jeden Fall nicht fressen. Aber deswegen gibt es ja auch den neuen Feeder. Der ist hier vorne. Das ist der neue Insektenfeeder. Den kann man platzieren. Und dann sind so Motten und sowas. Da sehen wir gleich bestimmt noch die Animation. Ah, guck mal. Sind gelandet. Die knabbern sich an den Flügeln rum. Denk mal nicht, dass die so viele Animationen haben, so was Interagieren angeht. Aber fressen ist, glaube ich, noch spannend. Und ich bin gespannt, ob die auch als Beute enden für andere Flugsaurier, wenn wir da gleich welche freilassen. Aber die Skins sind schon mal mega. Die gefallen mir richtig gut. Sieht ja auch irgendwie süß aus, wie der flattert. Und die Geräusche sind auch cool. Oh, jetzt gehen sie fressen. Ah, die landen auf der Ecke. Und dann warten die kurz und dann schnappen die zu. Und dann landen sie wieder, beobachten. Und snacken sie wieder ganz schnell, so eine Motte oder was das ist. Sehr interessant. Die Geräuschkulisse ist echt super. Und ich habe gerade auch rausgefunden, dass sie nicht mal einen Wasserwert haben. Also ich glaube, die gehen auch gar nicht trinken. Die scheinen dann die Flüssigkeit über die Insekten aufzunehmen. Der Pteranodon hat bis jetzt aber auch noch keinen davon angegriffen. Aber ich werde das noch ein bisschen beobachten. Es geht ja meistens immer sehr, sehr schnell. Deswegen, was passiert denn jetzt hier? Ach, der landet. Okay, ich dachte, das sah gerade so komisch aus. Nee, aber ich beobachte dann nochmal den Pteranodon ein bisschen. Ob der jetzt wen von denen angreift, da bin ich nämlich sehr gespannt. Also ich habe das jetzt schon eine ganze Weile beobachtet und mittlerweile ist auch die Nahrung ganz unten und der Komfort schlecht. Der scheint die aber nicht anzugreifen, der Pteranodon. Ich glaube, wenn der Pteranodon das nicht macht, dann macht das keiner. Eventuell noch die etwas kleineren, vielleicht so der Tapejara oder der Dimorphodon.
Auch der Dimorphodon scheint die nicht anzugreifen. Der ist jetzt schon bei 20% Gesundheit nur noch und hat bis jetzt nichts gemacht. Wir sitzen hier sogar glücklich und zufrieden nebeneinander. Also ich glaube, dann wird die keiner angreifen können, die Jeholopterus. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht. Aber schön sind sie, ne? Die haben auch wieder sehr schöne Skins. Wenn er versucht auszubrechen. Ich weiß gar nicht, ob das klappen könnte. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen bei diesen kleinen Mini-Dingern. Aber immerhin versuchen sie es. Da haben wir den kleinen nochmal im Species Viewer. Da gehen wir auch nochmal die Farben durch. Der hat auch wieder richtig schöne Farben. Da kann man wieder viele coole Kombinationen mitmachen. Und dazu dann auch noch das Muster. Die Animation haben wir gesehen. Und als nächstes schauen wir uns den neuen Deinokairos an. Das ist ein cooler Skin. Der frisst Fisch und Pflanzen. Das werden wir gleich auch noch bestimmt zu Gesicht bekommen. Sieht auch sehr plüschig aus. Der Skin ist auch hübsch. Ich glaube, der hat auch wieder richtig viele tolle Fellfarben. Hier ist sogar so ein bisschen Blau mit drin. Guck mal, er macht hier sogar gerade eine Animation. Ja, der kratzt so ein bisschen den Boden. Das ist dann vermutlich die Idle-Animation. Das sieht doch ganz cool aus. Der stützt sich sogar so auf mit den Vorderbeinen. Beziehungsweise Arme kann man die ja eher schon nennen. Ich glaube, das war sogar gerade eine Animation, also so eine Interaktion zwischen den beiden, oder? Er hat den da voll angeschrien, als er da Frische gefangen hat. Aber der hier stützt zum Beispiel seine Beinchen nicht auf. Guck mal. Also das scheint schon so ein bisschen zu variieren beim Fischefang. Interessant. Oh, jetzt sehen wir direkt die nächste Animation. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Ich glaube, das ist jetzt hier... Nee, er kratzt sich am Bauch. Ich dachte, die sozialisieren sich. Schreit ihn auch schon wieder an. Die sind ganz schön aktiv gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. So viele Animationen sieht man hier. Gefällt mir aber bis jetzt echt gut. Der wirkt sehr lebendig. Aber jetzt sehen wir, glaube ich, sozialisieren. Oh, das ist ja auch eine süße Animation. Fische kann der übrigens auch essen. Ich glaube, der frisst Blätterboden. Ich mache hier so ein paar hin. Und dann können wir das sicherlich gleich beobachten. Können auch nochmal eben schauen, was der gerne mag. Ja, Blätterboden. Und Fischbraucher. Und der versteht sich gut mit Sauropoden und Hadrosauridae.
Ist halt auch eine sehr interessante Mischung, dass er Blätter und Fisch frisst. Er kratzt sich ja auch zwischendurch beim Essen. Oh, auch süß, wenn er schläft, aber wir müssen jetzt einmal wechseln, weil jetzt geht der Kampf hier gerade los. Bin jetzt sehr gespannt, wie der Dino Kairos angreift. Ob er auch mit den Klauen zuschlägt? Ach, tatsächlich, der hat echt die Terry-Attacken. Ich mach gleich mal Zeitlupe. Okay, das war jetzt ein Biss vom Kano. Den wollten wir jetzt nicht in Zeitlupe. Ja, das dürfte 1:1 die Attacke vom Terry sein. Also auch hier leider keine Unique Animations. Aber dann bin ich auch auf die Finisher gespannt, ob die dann auch so sind wie beim Terry. Weil der Terry bohrt ja seine langen Krallen durch den Kopf. Dafür sind die vom Dino Kairos, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Ich meine, der Unterschied ist schon immens, ne? Die sind zwar schon trotzdem krass, aber es ähnelt eher an so eine, oder ähnelt eher so einer Raptor-Klaue oder so. Der Terry hat ja richtig lange Klingen. Sieht schon bedrohlich gerade aus. Oh mein Gott, okay, das ist nicht der Terry-Finisher. Das war ja richtig cool. Er versucht zu flüchten. Und wird dann mit den Hinterbeinen einfach zertreten. Er stürzt sich einfach mit dem gesamten Gewicht auf ihn. Okay, das ist echt eine krasse Animation. Okay, der kloppt den Terry einfach um. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der Dino Kairos gegen große Fleischfresser schlägt. Zwei Ohrfeigen und dann liegt er. Auch nicht schlecht. Und auch den Dino Kairos gucken wir uns nochmal in dieser Species-Ansicht an. Da könnt ihr dann auch nochmal die ganzen Fellfarben sehen. Das ist ja cool, so richtig schön grün. Oh, blau ist auch schön. Der hat auch wieder sehr coole Farben. Nehmen wir jetzt hier mal grün. Und Muster hat man dann auch noch einige. Ja, gefällt mir auch richtig gut. Animationen hatten wir, glaube ich, soweit alle gesehen. Ah, das hatten wir alles. Ein bisschen schütteln. Bisschen kratzen. Haben wir alles gesehen soweit? Und das hier ist der letzte Kandidat von dem Feathered Species Pack. Das ist der Xenosauropteryx. Ja, läuft erstmal da durch. Die Kamera ist halt wieder schwierig bei den Kleinen. Dann spinnt die manchmal so ein bisschen rum. Aber sehr, sehr hübsch, ne? Auch super detailliert dafür, dass er so klein ist. Man sieht trotzdem jedes Haar. Das ist schon krass. Und dann dieser riesige, plüschige Schweif. So ein süßer. Und auch tolle Farben hat er mal wieder. Oh, ich glaube, das wird jetzt die Sozialisieren-Animation. Oh mein Gott, wie süß. Voll verspielt. Die ist ja toll, die Animation. Ich hoffe, die sehen wir gleich nochmal. Oh, jetzt sehen wir sie. In Zeitlupe mache ich sie jetzt mal. Er wackelt mit dem Schweif. Und der andere will ein bisschen damit spielen. Und jumpt ihn dann an. Oh, wie verspielt die wirken. Ich liebe das. Tolle Animation.
Oh, jetzt gehen sie auch hier vorne fressen. Da schauen wir doch auch mal rein. Ja, die springen auf den Fieder und snacken sich das Fleisch runter. Oh, und die interagieren auch wieder miteinander, was ich cool finde. Also sie holen sich auch ab und zu so ein Stück runter. Boah, ich glaube, der trinkt oder so. Auch aus der Erde. Und jetzt in Zeitlupe. Nummer 1 und im Hintergrund. Nummer 2. Wie cool der dann auch wegjumpt am Ende. Und ich glaube, jetzt geht's gemeinsam was trinken. Oh, der ist so süß. Oh, die machen, glaube ich, auch einen Gruppenangriff auf die Ziege. Der Arme wird weggestoßen. Aber das heißt, die können bestimmt auch Menschen angreifen. Und wie auf die Ziege die weghaut. Oha, die Ziege hat gewonnen. Die hat einfach überlebt. Habe ich auch so noch nie gesehen, dass eine Ziege überlebt. Und wir schauen uns natürlich auch noch den Xenosaur Opteryx im Species Viewer an. Einmal die Fellfarben. Ah, die sind auch wieder wunderschön. Und die Muster. Ich mach mal das hier, da hat er so. Das hier. Das ist ein cooles Blau am Auge. Und jetzt können wir bestimmt auch noch mal ein paar Animationen sehen, die wir gerade nicht sehen konnten. Er jagt seinen eigenen Schweif. Wie cool. Ja, das hatten wir alles gesehen. Ah, die Liegeanimation kennen wir auch noch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, einfach nur sitzen. Und dann kratzt er sich und rollt nochmal auf seinen Rücken. Oh, und jagt wieder seinen Schweif. Beißt sich sogar da rein. Boah, ist das süß. Was eine tolle Animation, wirklich. Der gefällt mir auch richtig gut. Der ist echt putzig. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt nochmal an, wie der U-Tyrannus hier auf die Menschen losgeht. Er stürzt sich da wirklich komplett rein, mit vollem Gewicht. Schauen wir uns nochmal eine Zeitlupe an. Slidet sogar so auf den Boden. Und dann schüttelt er ihn. Und wirft ihn auf den Boden. Ja, und das war das neue, oder die 4 neuen Dinosaurier aus dem Feathered Species Pack. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen ihr von den 4 am besten findet. Ich würde mich jetzt noch sehr über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.